Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. In der letzten Folge haben wir Part 1 abgeschlossen, Phantom Blood, und jetzt machen wir uns auf in Part 2, Battle Tendency. Die Geschichte von Joseph Joestar, den Enkel von Jonathan Joestar. Und anstatt in England spielen wir jetzt die Story in New York. Boah, geil. Aber ich würde sagen, das wird auch alles irgendwie erklärt und ich halt wahrscheinlich die Klappe. Okay, der erste Kampf. Boah, das geht immer so schnell weg. Episode 1, die Taube und das Mädchen. Ja. Joseph gegen Caesar oder Caesar. Yes, yes. Frag mich außerdem nicht. Ja, okay. イギリスからアメリカのニューヨークへ引っ越してきた。ジョセフはジョナサン・ジョースターの孫にあたる。サンタナとの死闘を経験する。サンビエント。マイニーサンタナ。 Okay, wir haben schon wieder ein paar Namen hier geändert, aber daran werde ich mich wahrscheinlich gewöhnen. Santana. So. Nochmal zurück. Hört mal hin. Santana. Das ist so merkwürdig, dass die im Japanischen das Original sagen, aber wenn sie halt schreiben, tun sie, ja, die Namen hier ändern. Das, dabei müsste doch eigentlich das Gesprochene irgendwie mehr Copyright-mäßig Probleme bringen, oder? Ich habe keine Ahnung von das. Ja, die Säulenmänners. Sollten diese drei Säulenmänner zu Leben erwachen, wäre die Welt unwiederbringlich verloren. Joseph und Speedwagon eilen nach Italien. In der ewigen Stadt Rom werden sie schon von jemandem erwartet. Caesar Zeppeli, der Enkel von William Antonio Zeppeli. Ich glaube, so heißt er. Zwischen Joseph und Caesar kommt es schon bald zu Spannungen. Joseph erklärt, dass er dem hochmütigen Caesar eine Lektion erteilen wolle. Oh, ein Rundenkampf, okay. Sei du mal ruhig, du kämpfst mit Seifenblasen. Warum kämpfen wir überhaupt in der Arena? Ja, die werden noch beste Freunde. Vor allem eine Sache ist sehr merkwürdig gerade. Aber egal, ist doch ein kühles Bier, was? Okay, ist halt immer das hier. Das bedeutet Krieg, okay. So, jetzt hat immer diese Kombi, das wäre nämlich richtig gut. Okay. Oder wird DBK Anzeige auch? Okay, keine Ahnung. Weil eine Sache ist jetzt sehr möglich, weil er hat das Stirnband von Caesar auf, weil er erst hat, nachdem Caesar sterben wird. Spoiler übrigens. Ja, ich erwarte auch nicht irgendwie, dass hier irgendwelche das Projekt gucken, was auf eine Manga- oder Anime-Serie passiert, ohne die Serie überhaupt zu kennen. Das halte ich für selbstverständlich. Ja, mit seiner Tommy Gun. Ja gut, das ist gut. Ich kann einfach so machen, dann setze die Dinge ein. Ah, okay. Ich muss einfach irgendwas trinken. Trinken? Drücken. Trinken, genau. Klackerei. Wurde dieses. Ey. Ich hätte jetzt posen können. Schön, ist ja nur ein Rundenkampf. Der mit seinen verdammten Bällchen, die hat er nur einmal, glaube ich, benutzt. Nein, nein, nein. Hut! Ma,
Hier sogar beim Angriff post. Zack. Klackerwolle. Okay. Autsch. Das sah sehr schmerzhaft aus für so ein. Das Gesicht. Das Gesicht. Hat der so geguckt schon mal? Muss ja wohl. Ich würde wahrscheinlich voll viele Anspielungen auf die Serie nicht bemerken. Ich muss aber sagen, ich habe nur den dritten Teil als Anime gesehen. Die anderen habe ich alle nur als Manga gelesen. Deswegen kann sein, obwohl im Manga müssen ja eigentlich auch vorgekommen sein. Machen wir weiter zur nächsten Episode. Yes. Yes, yes, yes. Die Blutohr. Okay. Ich meine, kommen jetzt die Säulenbanners. Nur widerstrebend erkennt Caesar Josephs Fähigkeiten an und führt ihn zu einem Untergrundkomplex, der von deutschen Truppen bewacht wird. Gerüchten zufolge sollen die Säulenmänner hier durch eine Art UV-Technologie sicher verwahrt sein. Als sie aber dort eintreffen, müssen sie feststellen, dass die Säulenmänner Cars, AC/DC, okay, und Wamu zum Leben erwacht sind und alle Wachen getötet haben. Ja, AC/DC haben sie noch mit der Aussprache gerettet, aber er wird so wie die Band AC/DC geschrieben eigentlich. Caesars Hamon-Angriff auf Wamu stellt sich als komplett ineffektiv heraus. Er hat keine Chance gegen diesen Gegner. Joseph schließt sich Caesars Angriff an, aber Wamu kann seine Attacke mit Leichtigkeit abwehren und schlitzt ihm das Handgelenk auf. Unter unerträglichen arroganten Gelächter erklärt Wamu, dass der Kampf der Blutohr begonnen hat. Venua, was spiele ich jetzt? Gegner in 60 Ticks besiegen. Spielergesundheit reduziert sich, okay. Okay, Wamu. Okay, ich glaube, die haben schon mal vorher gegeneinander gekämpft, genau. So, und jetzt BAM! Nein! Was macht der eigentlich mit dem Grab? Ich merke gerade, Cast sitzt da im Hintergrund. Au! Hilfe! Voll brutal. Wir müssen mit Fake treffen, dann wäre gut. Das bedeutet Krieg! Au. Nein, nicht treffen! Oh, ich muss ja nicht siegen, sehe ich gerade. Nur ein paar Sekunden, danke. Richtung. Nein, sind seine Pferde. Ich kann ja Luft einsetzen. Okay. Ich habe noch andere Angriffe. Jetzt bin ich stinksauer, okay. Boah. Na, wie einfach so stylisch ausgerichtet. Aber ich muss dich erledigen, merke ich gerade.
Oh, was passiert, wenn der... Autsch! Was passiert, wenn der Timer abläuft? So, komm her. Duff. Läuft die Zeit noch weiter? Ja. Tut die mit jedem Schlag weiterlaufen? Nein, er hat gewonnen. Oh nee. Hier, frisst das. Und das. Und das. Und das. Come on. Sieht voll brutal aus. Boah, ich muss mich beeilen. Weil es echt einschreiter, Freund, das Spiel. Nein, nein, nein. Verdammt. Ich kann auch nichts anderes außer diese verdammten Kugeln. Was? Wie hab ich das gemacht? Au. Autsch. Das ist deine Schuld, das sind deine Pferde. So, jetzt komm her. Ich hab keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, Freunde, aber egal. Boah, sieht echt schmerzhaft aus, wie er so da steht. Mit den Hüften. Rape Face. Ich habe ja alle Geheimmissionen hier bekommen. Ja, ich glaube schon, ne? Ich glaube, jedes Mal, wenn ich alle Geheimmissionen mache, dann, ja, wird immer im Glossar irgendwas freigeschaltet, ne? Yes, yes, yes. Der verstörende AC/DC. In der Begegnung mit den Säulenmännern beweist Joseph großen Mut und schnelles Reaktionsvermögen. Nur so schaffen die Verbündeten es, den Kampf zu überleben. Aber Wammo und ACDC gelingt es, die Trauringe des Todes in Josephs Körper zu implantieren. Okay. Ach ja, genau. Der von Josephs Mutter zutiefst bewegte Caesar bringt ihn zu seinen Mentorin, Lisa, damit sie ein gemeinsames Training durchführen konnten. Stimmt ja, der hat ja so Ringe in seinen Körper bekommen und der musste die besiegen, weil die irgendwie so ein Gegengift hatten. Lisa ist einer der überlebenden Hamon-Ritter, die damit beauftragt waren, den roten Stein von Aya vor den Säulenmännern zu beschützen. Caesar und Joseph trainieren zusammen unter der Aufsicht von Lisa und können so langsam ihre Hamon-Fähigkeiten verbessern. Aber am Tage seiner letzten Prüfung wird Joseph unerwartet mit einer ganz anderen Gegner konfrontiert, dem zornigen AC/DC. Spielerverteidigung sinkt, Hiro. Hilfe! Ah, okay. Jetzt fällt der Hammer, okay. Buff. Ja, ich kann ihn aufladen, cool. Warum setze ich jetzt das ein? Okay, ich weiß jetzt, wie man das macht. Ich
Sehr gut. Mal, jetzt heult er. Guck mal, ja. Sehr gut. Ja, finde ich auch. Nein. Wie kannst du das machen? Na, ich glaube, die kommen jetzt hier vorbei, ne? Ja, au. Nein, ich posen soll. Komm her. Ich hab so respektlos, ne? Nein! Bist du weg! Der blockt! Ah, da aber nicht. Er hat so einen respektlosen Kampfstil. Ist er gerade verdampft? Sehr schön. Keine Ahnung. Keinen geilen Bonus bekommen. Ich kann jetzt ACDC benutzen, okay. Also die Feinde sind wahrscheinlich noch nicht verfügbar von Anfang an. Okay. Nächste Episode. Yes. Zeppelis Seele. Okay. Stimmt, da kommt ja auch noch. Selbst als es Joseph mit seinen Hamon gelingt, ACDC in Stücke zu reißen, bleibt dieser Doc in Form eines letzten Hirnfetzen am Leben. ACDC übernimmt den Körper von Lisas Dienerin Susie Co., stiehlt den roten Stein von Aya und schickt diesen nach St. Moritz in der Schweiz. Auf der Jagd nach dem roten Stein trifft Joseph auf den mechanisch verstärkten Strohhalm und einen der Säulenmänner, Kars. Nach seinem Sieg über Kars kann Joseph den roten Stein sichern. Als die Gruppe am nächsten Tag über Kars berät, stürmt Caesar auf eigene Faust zum Hotel, wo der Feind schon auf ihn wartet. Er trifft auf einen der weiteren Säulenmänner, Wamu. Wamu ist von Caesars Fortschritten als Krieger beeindruckt und erklärt, dass dieser würdig sei, durch seine Hand zu sterben. Oh nee. Spieler mit 50% Gesundheit. Boah. Vergesse, er hat so ein paar Messerchen in seiner Brust. Flieg und Sieg! Oh Mann, meine AP. Boah, ich muss mal direkt daneben dran sein. Stirb an Seifenblasen! Ah. Post weiter. Da würde ich lieber weggehen, Kollege. Der ist ja weggegangen, leck mich. Okay, keine Ahnung. Oh Mann. Das könnte meine erste Niederlage sein. Sehr gut. Oh Mann, die Pferde. Jetzt komme ich so in der Katze.
Stirb an Seifblasen! Sehr schön. Ja, schön, dabei ist die erste Runde. So, Geheimmission. Lass mal gucken. Ah, okay. Oh nein. Ich rette dich. Nein, Hilfe. Alter. Auf damit. Okay. Nein. 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 Pferde. Oh, das ist knapp. Oh nein. Hat er nachgemacht. Okay, sehr gut. Noch irgendwie geschafft. Retire. Er kam doch noch gar nicht in dem Part vor, oder? Weiß ich gar nicht. Du kämpfst mit Seifenblasen, das kannst du nicht gut reden. Auch wenn du damit irgendwie stark bist. Wahre Krieger schätzen den Respekt. Hier sehr viele Dinger bekommen. Sehr schön. Würde ich aber sagen, wir machen hier Feierabend in dieser Episode. Und in der nächsten Episode machen wir weiter mit, ja, Episode 5, zurück zum Wind. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.